Willst du dich jetzt mal einloggen? Wieder so ein bisschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minigames. Heute spielen wir mal Minigames auf dem gomhd.net Server. Und ja, ich habe gleich schon eine Kiste vor mir. Mal gucken, ob da ein Schwert drin ist. Ja, nice, gleich mein Schwert. Dann werde ich gleich mit den ersten Typen hier töten. Oder hoffen, dass ich ihn töten kann. Hab ihn gleich mal getötet. Dann renne ich gleich mal hier weiter zum nächsten. Aber erstmal ziehe ich meine Sachen an, die ich bekommen habe. Hier ist so eine Kiste, da ist nichts drin. Gehe ich mal hier hoch und töte gleich mal die nächsten. Und die beiden nächsten. Und eine backt ein bisschen im Boden. Und das stört mich nicht, denn ich töte gleich beide. So, das leckt gerade ein bisschen, beziehungsweise hat gerade ein bisschen bei mir geleckt. Aber egal, da kommt doch gleich schon der nächste rein. Und der hat hier, ich kann ein bisschen quitten und hoffen, dass er stirbt. Ja, der ist auch gestorben. Nice, dann ziehen wir uns gleich mal ein bisschen zurück. Denn ich habe irgendwie keine Lust zu sterben. Selbst sneak ich hier mal ein bisschen so rum. Gehe ich mal hier runter und da oben kommt gleich einer. Okay. Jetzt sind wir gleich wieder voll gereckt. Dann können wir gleich mal in den nächsten Kampf gehen. Ich glaube, der da unten, der Wookie, tötet gleich mal den anderen. Und mal gucken. Vielleicht kann ich ein bisschen abstauben oder hier unten den töten. Ja, der hat gleich einen Diamant-Chestplate. Und der möchte aber auch damit kämpfen, habe ich das Gefühl. Okay, was die hier machen, ist mir auch gerade unbegreiflich. Der eine hat den getötet. Nice, dann werde ich so ein bisschen weglaufen, ein bisschen regenerieren. Glück hat man jetzt Regeneration, wenn man wen getötet hat. So hier hoch, bam. Hier unten lang, verfolgt er mich noch? Ich glaube nicht. So, dann werde ich mir ganz kurz mich sortieren. Ich habe einen goldenen Apfel bekommen, das ist sehr gut. Dann will ich nur das hier wegschmeißen. Bam, 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 bam. Dann kommt gleich der andere hier, der eine bessere Rüstung hat als ich und auch ein besseres Schwert. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen mehr kombon können. Ja, das können wir, ausgezeichnet. Dann gleich mal den goldenen Apfel essen, denn ich bin sehr, sehr, sehr low. Habe ich irgendwie einen Helm bekommen? Ich habe immer noch keinen Helm irgendwie. Die ganzen Sachen gehen immer weg. Also, beziehungsweise das TNT hat, glaube ich, gerade den Helm auch weggemacht. Da werde ich gleich mal hier die ganzen... Oh, da war eine Eisenhose drin, die habe ich ja noch gar nicht. Eisenhose, da, schön. Okay, da oben sind die letzten beiden. Und das Deathmatch startet gleich. Ist vielleicht noch irgendwo was drin, ne? Was ich mir nehmen kann, ich glaube nicht. Aber ich habe auch noch zwei Herz für den goldenen Apfel dazu, das ist auch gut. Habe ich hier noch... Ja, ich habe keine Pfeile, das ist das Problem, ich habe eine Angel. Mal gucken, ob ich damit etwas reißen kann. Ist das da hinten der letzte? Der hat eigentlich eine sehr gute Ausrüstung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt besser ausgerüstet bin. Er hat jetzt keine Eisensachen. Aber egal, okay, er setzt den T. Das war nicht so schlau von ihm, weil es mich kein einziges Mal getroffen hat. Jetzt hat er hier seinen Bogen. Bist du jetzt so ein kleiner Bogenkämpfer? Hm? Möchtest du herkommen? Hm? Möchtest du herkommen? Mr. Baumi? Heps! Komm, schieß mich ab. Oh, nice! Gib mir Pfeile, bitte. Dankeschön für den ersten Pfeil. Ich möchte ein paar mehr haben. Oh, er ist ausgewichen. Och, nee. Mensch, Mr. Baumi, komm nachher, kämpf. Hopp, hopp. Noch ein Pfeil. Oh, er hat mich einmal erwischt. Jetzt sind meine beiden Herzen weg. Ich renne jetzt nochmal ein bisschen weg. Ess nochmal was. Und kämpf jetzt gegen ihn. Gegen den lieben Mr. Baumi. Und ja, ihr seht jetzt, es ist nicht rot, weil ich in der 1,80 gerade bin. Und er hat mich getötet. Das ist, naja, nicht so gut, aber egal. Auf jeden Fall, GG hat noch ein Herz. Lol. Ich dachte, ich hatte ihn mehr gehittet, aber egal. Er schreibt BAM. Guck, was hat er denn für tolles Set, der Mr. Baumi? Oh, sein dritter Win schon. 111.000 im Ranking. Auch nice. Na egal, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder in der nächsten Runde. Und ich würde sagen, bis gleich. Willkommen zurück. Deshalb spielen wir auf der Map. Ja, ist die Map? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, High Rise oder so. Sieht man, dass hier irgendwo die Map ist? Egal. Jedenfalls sehe ich hier ganz viele Kisten. Ich werde mir erstmal diese hier nehmen. Leute, die Map ist irgendwie voll cool. Keine Ahnung, gefällt mir irgendwie. Der gleiche Diamant-Harnisch, aber hoffentlich hat er kein Schwert. Bitte hab kein Schwert, bitte hab kein Schwert. Ja, er hat nix. Ist er weg hier, weg hier, weg hier, anziehen. Auf 1 packen, so. Vielleicht das Zeug hier oben noch snacken, so. Und dann werde ich gleich mal den Typen hier nehmen. Den Typen werde ich töten, den Typen werde ich töten. Hab ihn getötet, nice. Dann werde ich nochmal diesen Typen töten. Versuchen es, beziehungsweise es versuchen. Hab ihn getötet, das ist gut. So, nehme ich mir das hier. Dann ziehe ich noch die Schuhe an. Ich glaube, ich habe auch bessere Schuhe, aber das habe ich gerade nicht richtig gesehen. Das ist ein Typen, er läuft weg, dann schieße ich immer gleich einen Pfeil in den Rücken. Da ich noch einen rein. Aha, konnte ich ihn nicht treffen mit dem nächsten Pfeil. Ich wollte ihn nicht treffen, aber hat nicht geklappt. Da schießt ein anderer wen ab. Hier ist noch so ein anderer Typ. Den werden wir auch mal gleich töten, hoffentlich. Komm, er fällt runter. Okay, nice, den haben wir auch getötet. Dann erstmal das Broti essen. Das Broti, habe ich gerade Broti gesagt. Das ist so ein... neues Wort fürs Brot, einfach Broti. Ist es sein,
Sein, ich wollte Nickname sagen, das ist Englisch, das ist sein Spitzname so. Und sind hier Schuhe? Ja, hier sind Schuhe. Nice. Ein Eisenschwert wäre jetzt noch irgendwie toll. Das kriege ich irgendwie nicht. So, das schmeiße ich erstmal weg. Bam, bam. So. Und so. Und dann warte ich einen kleinen Moment. Guck, wo die nächsten sind. Da unten sind die nächsten. Dort sind einige der letzten Überlebenden aus dieser Runde. Und ich werde ihn, glaube ich, jetzt ein bisschen abstauben. Das ist zwar nicht nett von mir, aber. Oh, ein Eisenschwert. Das möchte ich gerne haben. Nice. Ich habe auch jetzt ein Eisenschwert. Wuhu. Dann noch das. Und dann gucke ich mal, wo der nächste ist. Sehe ich den hier irgendwo? Nee, den sehe ich nicht. Dann warte ich einfach mal kurz auf das Deathmatch. Schmeiße hier noch ein paar Sachen weg, die ich nicht brauche. Kann ich mit irgendwas in die Hopper machen, was ich brauche? Nee, glaube nicht. TNT habe ich, das habe ich so. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Kampf gegen den lieben Typen. Oh, und er blockt hier schön. Das ist die neue Taktik, einfach blocken. Und du, junger Mann, sollst jetzt mal sterben. Ich will nicht schon wieder Zweiter werden, aber ich werde wahrscheinlich Zweiter, weil er schön mit dem Bogen kämpft. Ha, er soll da eigentlich reinfallen, aber das tut er auch nicht. Ah, komm. Jetzt da rein. Nice, GG. Ich dachte schon, ich verliere jetzt wieder, aber war doch nicht so der Fall. Und ja, das war's von der zweiten Runde Quicksilver Games. Ich hoffe, sie hat euch jetzt schon gefallen. Damit ich sage, gehen wir gleich mal in die nächste Runde. Und nochmals willkommen zurück. Heute spielen wir auf der Map Raid, heißt die, glaube. Und ich werde mir gleich mal hier die erste Kiste holen. Mal gucken, was da drin ist. Nice, wir haben gleich ein Schwert und volle Rüstung. Das ist schon mal richtig nice. Wäre noch mal cool, wenn hier jetzt irgendwie ein Schleichschwert drin wäre. Nee, aber ein Bogen. Und irgendwie besser Rüstung. Ich dachte, der will mich angreifen, aber tut er nicht. Jetzt will er mich aber angreifen. Mit seinem Steinschwert. Er wird schön um Zickzack um mich herumlaufen, aber ich hoffe, ich kann ihn mehr schlagen. Ja, oh mein Gott. Lass mich hier reinrennen. So, bist verstecken. Oh mein Gott, ich will nicht, dass die jetzt mich angreifen. Muss das Feuerregen. Schleichschwert. So, wir essen ihn. Okay. Tschüss. Und ja, ich kann jetzt ja mal ein bisschen darüber reden, dass ich jetzt irgendwie meine FPS irgendwie gefixt habe. Ich konnte jetzt irgendwie ein paar Wochen lang nur noch mit 60 FPS aufnehmen, aber jetzt geht es wieder mit 120. Da irgendwas mit meiner Festplatte nicht gestimmt hat, aber jetzt nehme ich einfach mal auf meiner normalen Festplatte, also auf meinem Computer einfach auf. Davor habe ich einfach auf einer externen Festplatte aufgenommen. Jetzt einfach auf meinem Computer. Und jetzt habe ich zum Beispiel 150 FPS bei Fraps angezeigt. Das sollte auch. Und ihr müsst jetzt eigentlich auch merken, dass meine Videos viel smoother ausschauen. Also wenn ich jetzt so schlage, dann merkt ihr, wow, schaut smooth aus. Und das war jetzt für 150 FPS. Wenn ich jetzt F3 drücke, weiterhin 150. Ja, ist schon nice. Achso, und übrigens bin ich jetzt auch gerade hier in der 1.8 und beim Sneak ich aber noch weiterhin. Ich kann doch einfach jetzt mal ein bisschen angreifen. In den Angriff übergehen. Und da hinten ist der Typ, der hat einfach ein Diamant-Chestplate. Ich habe einmal getroffen, nice. Ich habe ihn nochmal getroffen, nice. Er ist jetzt hier in der Ecke. Ist das eine Ecke? Ja, das ist eine Ecke. Und jetzt versuche ich ihn zu töten, aber der junge Mann hat einen schönen Vorteil mit seinem Eisenschwert. Und hat ein halbes Herz. Und was ist das denn heute? Ja, wir kriegen es nicht hin, irgendwelche Leute zu töten. Ich meine, die Runde ist so kurz, da will ich nochmal eine andere Runde mit hinten dran. Dann haben wir jetzt vier Runden gespielt. Welche Map nehme ich denn mal? Ja, komm. Raid nochmal. Altmetall oder Altmetal, keine Ahnung. Oder wie schreibt man die Map? Alte Metall. Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach nochmal da rein. Da waren 20 drin. Ey, ich hasse, ist das bei euch aus, wenn ich da mal reinjoin? Ihr wollt so reinjoin, dann ist der Server auf einmal ein anderer Server und der startet dann nicht und ach, keine Ahnung. Hier kommt jetzt der jetzt aber. Ich gehe in Nuketown, komm, Nuketown. Komm rein da. Nuketown war früher immer die geilste Map auf Rage Mode, wo Rage Mode noch nicht geupdatet war, da konnten wir immer so schön Spawn campen. Oder Spawn Trap oder wie man das auch nennt. Und ich hoffe, dass in dieser Kiste jetzt hier ein Schwert drin ist, weil sonst bin ich echt am Arsch. Ja, ich bin am Arsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Schwert, 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 Schwert. Töten, 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 wegrennen, wegrennen, wegrennen. Auf dieser Map ist eigentlich nur töten, wegrennen und das ist eigentlich das Einzige, was man hier machen kann. Ah, Angst. Nice, ich habe sein Eisenschwert. Hab noch ein paar Sachen bekommen, erstmal werde ich hier essen. So ein kleiner Noob irgendwie gerade. Ich spiele irgendwie wie so ein Noob. Einfach nichts drauf gehen. Den Typen hier töten und den hier töten. Keine Ahnung, wie ich. Alter, der gibt aber schon ein bisschen. Und der andere, ja, kommt, Jungs. Geht alles klar bei euch. Ja, pff. Die umkreisen mich hier schon etwas.
Ich gehe mal hier lang. Ach, jetzt kommt der von hinten wieder oder was? Erstmal TNT setzen. Ach, er trifft mich natürlich. Noch ein Schuss und ich bin tot. Hier durchrennen. So. Bisschen Taktik spielen, ey. Ja, komm. Sneak dich hier mal. Damit er mich nicht findet. Deathmatch beginnt auch gleich in 60 Sekunden. Ich muss vollrecken. Anders habe ich keine Chance. Knirps Beetle heißt der junge Mann. Und der ist echt hier rum. Wehe. Der sneakt auch. Wo will der wissen, dass ich hier sneake? Wo will der wissen, dass ich hier bin? Alter! Was ist los bei denen? Hey, ich schau ab. Ich bin Abstopp-PvP. Abstopp-PvP. Bin eingeholt. Dann laufe ich jetzt erstmal weg. Och Gott, nein, bitte nicht. Nicht einkreisen. Nicht einkreisen, das ist unfair. Aber das ihr auch macht, ist auch gerade unfair. Das ist so richtig fair. Aber ist mir gerade egal. Okay, der letzte ist da. Erstmal das hier anziehen, dann werde ich das hier anziehen, dann werde ich das hier anziehen. Habe ich irgendwie Eisensachen? Nee, habe ich nicht. Wollte mir keiner geben. Möchtest du herkommen? Setze ich hier ein TNT? Nee, das TNT behalte ich mir. Das behalte ich mir fürs Deathmatch, ne? Und ich habe 33 Pfeile. Jetzt kommt der Bowspam. Der Bowspam ist aktiv und ich habe kein Aim. Oh Gott. Lass doch ruhig mal sterben, oder? Also, jetzt habe ich sogar 210 FPS mit Traps, ey. Das ist so krass. So, der junge Mann, ne? Wer soll da hinten jetzt erstmal sterben, ey? Stopp! Du sollst sterben, habe ich gesagt. Ja, genau du. Fall da runter und dann stirb. Fall da runter und stirb, habe ich gesagt. Nein? Nicht mit der Angel, ist unfair. Das ist richtig unfair, was der junge Mann da macht. Jetzt fällt er schon wieder runter. Was machst du denn da, ey? Der hat jetzt eh mehr Herzen als ich und wird mich töten. Schön mit der Angel, aber ich habe ihn getötet. Nice. GG an dich. Dann würde ich sagen, was ist jetzt hier von der Minigame-Story? Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Erstmal GG noch schreiben. Und ja, wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis dann und bye. Ja, ich mag den Zahn, das Zeug, oder? Die Fackel.